Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch wieder einen Trading-Abzocker mitgebracht. Tja, vom Prinzip her ist es ja immer das gleiche. Das Skript von denen wandelt sich natürlich immer von Anrufer und Callcenter zu Anrufer und Callcenter eben immer ein bisschen ab. Diesmal haben wir aber jemanden, der sich zumindest ganz zum Schluss so richtig selbst zum Klops macht. Naja. Viel zu sagen kann man da eigentlich nicht. Vom Prinzip her ist es halt immer das Gleiche. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Hallo? Ich höre Sie nicht. Hören Sie jetzt besser? Nein, Sie sind ganz leise. Hören Sie jetzt besser? Nein. Hallo? Sie sind ganz leise. Hallo, hören Sie jetzt besser? Sie sind unfassbar leise, also demzufolge, nein. Also wieder telefonieren. Was? Hören Sie jetzt besser? Kaum. Ach so. Sie haben eine Meldung gemacht beim, also zum Investieren gemacht, Herr Thaler. Sie haben eine Meldung gemacht, dass Sie also erzählt, dass Sie Interesse gezeigt haben, am Online zu investieren. Also ich habe eine Anmeldung gemacht und dadurch habe ich mein Interesse bekundet, oder wie? Genau, Sie haben Interesse gezeigt, ne, am Online zu handeln. Deswegen habe ich Ihnen angerufen und wir sind von Bank FX Trade. Und wie habe ich Interesse gezeigt? Wie sah das aus? Tja, durch eine Anmeldung Interesse bekundet, logisch. Und da darf man euch natürlich gleich anrufen. Ja, eben nicht. So sieht's halt eben aus. Man dürfte euch anrufen, wenn man euch nur über irgendwas informieren will, aber ist das ein Verkaufsgespräch und man möchte Geld von euch? Tja, dann dürfen sie eben nicht einfach so anrufen. Tja, aber die Callcenter aus dem Ausland, die wissen natürlich nicht, was Recht und was Unrecht ist und das interessiert die auch schlichtweg einfach nicht. Die rufen euch einfach an, weil letztendlich ist klar, was sie wollen. Eure Kohle. Und mehr nicht. Und dadurch, dass sie im Ausland sitzen und technisch einige Riegel vorgeschoben haben, dass man sie so leicht finden kann, naja, interessieren sie sich halt einfach nicht für geltende Gesetze und geltendes Recht. Also es war, dass Sie Interesse gezeigt haben am Online, also an die Kryptowährung, also zum Investieren und Profite machen und Gewinne. Ja, und wie kommen Sie darauf, dass ich Interesse habe? Was? Es steht schon hier, dass Sie Interesse gezeigt haben und eine Anmeldung. Ja, aber die Frage war ja jetzt eine andere. Die Frage war, wie schließen Sie darauf, dass ich Interesse habe? Also, ich bekomme das Meldung, weil Sie haben bei mir eine Werbung, also eine Werbung gesehen und Sie haben eine Meldung gemacht. Und das bekomme ich. Deswegen. Ja, also ich habe eine Werbung gesehen und ich habe eine Anmeldung gemacht und das bekommt er deswegen. Das bedeutet aber jetzt irgendwie nicht, dass ich Interesse gezeigt habe. Ich weiß nicht, also Interesse zeigen sieht irgendwie meiner Meinung nach anders aus. Und zwar indem ich mich da selber melde und vielleicht auch sage, ich möchte gerne einen Anruf haben, ich interessiere mich für euer Thema, ruft mich mal an oder ich rufe sogar vielleicht selber an. Naja, aber komischerweise kann man ja bei den Betrüger-Webseiten auf deren Webseite die dort hinterlegte Rufnummer nie anrufen, weil die einfach nicht existiert. Ich habe tatsächlich auch noch kein Betrüger-Callcenter gefunden, wo eine Telefonnummer steht, die funktioniert. Oftmals steht eine da. Die funktioniert nur einfach nicht, ist ausgedacht. Und allermeistens findet man einfach gar keine Kontaktdaten. Man findet einfach ein Kontaktformular, wo man sich eintragen kann. Ob und wann sich da jemand zurückmeldet. Naja, das weiß man aber im Voraus nie. Wenn, wird sich da garantiert nur jemand zurückmelden, wenn ihr dort tatsächlich dann mal Interesse bekundet, dass ihr von denen einen Anruf oder sowas haben wollt oder irgendwelche Informationen. Aber dann ist man auch einfach nur dumm, wenn man sich da quasi selbst anmeldet und sagt, ruft mich mal an. Dann hat man schon von vornherein nicht begriffen, wie eine Betrugswebseite aussieht. Die Betrüger-Webseiten sind in aller Regel eigentlich so aufgebaut, dass man schon darauf schließen könnte, dass hier irgendwas faul ist. Das Problem ist, Deutsche sind faul und gucken meistens nicht so richtig, was sie da machen auf den Seiten und schon ist die Kohle halt weg, wenn man sich da anmeldet. Man kann sich ja auch anmelden und direkt Geld überweisen, ohne da überhaupt mit jemandem telefoniert zu haben. Wird sicherlich leider auch ganz oft geben. Aha, und welche Werbung habe ich gesehen? Beim
Kryptowährung, also beim Bitcoin, zu investieren. Aha. Deswegen, also, meine Frage ist jetzt so, Herr Thaler, ob Sie also Interesse wirklich haben, zusammen mit uns also investieren, und ich werde Ihnen dabei helfen und alles erklären. Na, dann erklär mal. Im Übrigen sprechen wir hier mit einem Kollegen von eurer Lieblingskakerlake. Und zwar mit einem Kollegen von Wilson. Tja, haben sie wohl nicht begriffen, dass wir hier schon öfters Kontakt hatten. Denn den Firmennamen hat er hier ganz am Anfang gesagt. Den hat auch der Wilson mal irgendwann am Telefon gesagt. Ich meine, weiß man ja natürlich nie, wie viele Seiten dahinter stecken und ob der nicht vielleicht woanders sogar sitzt und einfach nur für die gleiche Betrugsseite telefoniert aus einem anderen Callcenter. Ja, aber die Firma ist die gleiche, über die wir hier sprechen. Gut, also wenn Sie zu unserem Plattform, ne, mit uns also investieren, am Anfang dieser Zahlung mit fängt ab von 250 Euro, oder wenn Sie mit 500 Euro also anfangen, werden Sie 500 von uns bekommen. Und das bedeutet, Sie werden mit 1000 Euro anfangen, und das bringt auch gute Profite drauf. Oder wenn Sie wollen, können Sie auch mit mehreren also anfangen. Das ist kein Problem. Aha, und das finden Sie seriös? Also normal, wenn Sie das schauen wollen, können Sie das mit kleinen Teil also schauen und probieren, dass Sie auch sehen können, auch Profite bekommen. Ja. Aus welchem Land rufen Sie denn an? Also von Leipzig. Nee, du rufst auf keinen Fall aus Leipzig an. Also, wir sind eigentlich im Büro. Also, in welchem Land sitzt du denn jetzt gerade? Also, das Hauptsitz von Sie, wo wir uns, also ich spreche, ist eigentlich in England. Aber ja, und wo sitzt du jetzt? In Leipzig ja nicht. Nein, aber wir haben verschiedene Leitungen, ne, in Leipzig, in Düsseldorf, in Hamburg, in München. Nun ja, das kann ja theoretisch, wenn wir von einem seriösen Unternehmen sprechen würden, alles sein, dass man dann aus Leipzig, Düsseldorf, München und so anrufen kann. Aber er erzählt mir, er sitzt wohl in England. Was ja auch wieder nicht stimmt, das ist ja auch der nächste Blödsinn. Aber wenn man in England sitzt, hat man dann nicht eigentlich eine englische Telefonnummer, mit der man da anruft? Dass das illegal ist. Und man mit einer anderen Telefonnummer raustelefoniert, das hat er wohl nicht begriffen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Natürlich darf man als Unternehmen eine andere Rufnummer benutzen. Dafür gibt's aber eine Hotline. Und er gaukelt mir aber hier vor, dass er von einer deutschen Festnetznummer aus anruft. Das ist ja sowieso noch das Ding schlechthin, haben wir noch gar nicht gesagt hier auf diesem Kanal. Normalerweise ist es ja so, wenn euch ein Konzern anruft oder irgendeine größere Firma, dann rufen die nicht von ihrer Festnetznummer aus an, sondern im Display steht eine Hotline-Telefonnummer. Und das ist soweit auch in Ordnung. In dem Fall darf man tatsächlich auch die Rufnummern verändern. Das heißt, es muss nicht die Telefonnummer vom Standort selbst angezeigt werden. Das ist vollkommen in Ordnung. Dafür müsste aber dann eine Hotline-Nummer angerufen oder angezeigt werden. In der Regel, mittlerweile sollten sie auch kostenlos sein, die ihr dann zurückrufen könnt. Naja, aber der erzählt halt einfach nur wieder irgendwelchen Stuss, um irgendwas erzählt zu haben. In Nürnberg, ne, wir haben verschiedene Leitungen. So, wo sitzt du jetzt genau? Weil in Leipzig sitzt du ja nicht. Nee, nicht in Leipzig, sondern in England. Ach so, jetzt auf einmal in England, okay. Also, unser Sitz, also, ist Unität Kingdom Office 86 90 Paulstraße, Schürdele. So. Sind Sie gerade zu Hause? Ja. Okay, sollen wir also das jetzt also anfangen und also ein Konto bei unserem Plattform öffnen, damit wir also mit dem Kryptobot so zu anfangen und da wird Ihnen Profite machen? Ja, aber ich dachte, ich habe schon ein Konto bei euch. Sie haben eine Anmeldung bei uns, nicht ein Konto. Ja, wenn man sich anmeldet, hat man doch automatisch ein Konto. Nein, also wenn eine Meldung ist, etwas anderes, und Konto ist ein Konto, wo Sie das Auszahlung und die Profite bekommen. Ja, dann hat man also was anderes. Ne? Ein Konto habt ihr nicht, wenn ihr euch da anmeldet. Das Konto muss man ja dann extra machen mit Geld und so. Ne? Also
Wie jedes andere Betrugs-Callcenter eigentlich. Also wenn ich mich bei meiner Bank anmelde, dann habe ich da ein Konto, wenn ich angemeldet bin. Und zwar ein Bankkonto. Tja, bei denen hätte ich dann theoretisch ein Trading-Konto. Das wäre aber dann auch schon eröffnet mit meiner Anmeldung. Also nach meinem Empfinden eigentlich. Tja, in den Betrugs-Callcentern scheint das alles irgendwie ein bisschen anders zu funktionieren. Und grundsätzlich hält man euch ja sowieso für doof. Weil sonst würden die euch nicht anrufen und das immer wieder probieren, euch irgendwie diesen Blödsinn hier an die Backe zu nageln. Das Problem ist, es gibt halt Menschen, die da wohl drauf reinfallen. Ich meine, sonst hätten wir die Zahlen im Fernsehen nicht und auch in den Nachrichten nicht, auch wenn da meiner Meinung nach viel zu wenig drüber berichtet wird. Der Betrug, der ist viel, viel häufiger, als die meisten denken. Tja, und bei mir merkt man es ja schon, wie häufig hier die Leitung überhaupt klingelt und wie viele hier eigentlich anrufen. Das ist ja eine interessante Ansichtssache, ja, okay. Ups. Ja, was denn du? Das werden Sie also schauen. Haben Sie einen Rechner? Ja. Okay, gut. Sollen wir jetzt also erst anfangen? Moment. Was machen Sie also beruflich? Was geht denn dich das an? Wie bitte? Das geht dich nichts an. Herr Thaler, also die sind eigentlich Fragen, dass ich also an die Kunde machen, ne? Weil normalerweise sie sind nicht der einzige Kunde, was sie bei mir sind. Ja, das ist sicherlich die traurige Wahrheit, ganz genau. Aber letztendlich geht euch das nichts an, was ich beruflich mache. Das geht kein Finanzunternehmen was an, überhaupt keinem. Wir haben eigentlich die Fragen. Wir stellen eigentlich nur die Fragen, also dass wir auch wissen, wie viel also Profite machen am Woche oder am Monat oder am Tag. Deswegen. Die Frage, die dient höchstwahrscheinlich dazu, damit ihr wissen könnt, wie viel da abzuräumen ist. Mehr hat die Frage ja nicht an Sinn. Ja, eben. Und im Grunde genommen hat er das ja selber sogar gerade so gesagt, dass ja, das eigentlich keinen Sinn macht, warum er da das Ganze fragt. Also die Antwort, die er da gegeben hat, ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Nur weil alle anderen Kunden das sagen, heißt es noch lange nicht, dass das irgendwie, ja, was bringt ihm die Info? Ich meine, wenn ich einen Kredit mache, dann muss ich dem Unternehmen belegen, dass ich halt auch fließend Geld bekomme. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ich jetzt hier irgendwie mein Geld da investieren möchte, dann geht denen doch das überhaupt nichts an, was ich beruflich mache. Also warum, wozu, weshalb? Ich meine, es gibt natürlich solche Fragenkataloge, klar, aber da gibt es auch immer die Frage, zumindest ist es, wie ich es kenne, kann man da auch anklicken, ja, sage ich nicht. Warum die das genau wissen wollen, ja, kann eigentlich nur den Grund haben, damit sie wissen, wie viel Geld da so ungefähr zu holen sein könnte. Und ich meine, wenn ihr sagt, ihr seid eine Reinigungsfachkraft, dann können die sich sicherlich vorstellen, dass da nicht so viel ist wie bei jemandem, der, keine Ahnung, Sportwagenverkäufer ist oder sowas in der Art. Auch wenn der Markt da natürlich ungerechtfertigt ist, aber darum geht es jetzt hier in dem Fall nicht. Es ist auf jeden Fall immer wieder komisch, wenn man solche Fragen gestellt bekommt. Also ich wüsste auch gar nicht, was soll man darauf antworten? Ich meine, das geht doch nie überhaupt nichts an. Das hat doch überhaupt nichts mit der Sache an sich zu tun. Vielleicht wollen sie auch einfach nur euren Wissensstand, euer Umfeld dadurch abchecken. Ich meine, anhand des Berufs kann man ja so ungefähr auch abschätzen, in welchen Kreisen die Person lebt, aber tja, weiß ich nicht. Herr Thaler? Ja? Das, wie gesagt, ich stelle also nur die Fragen also an jeden Kunden, nicht nur bei Sie. Ja, aber kann da auch Fragen beantworten oder kommt da nur Rotze raus? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob du auch Fragen beantworten kannst oder ob da nur Rotze bei rauskommt. Ich kann also auch antworten. Ja. Und warum hast du das bis jetzt noch nicht gemacht? Haben Sie also Frage gestellt? Ja, mehrere. Ich habe noch nicht eine Antwort dazu bekommen. Okay, was war die Frage? Also nochmal. Also als erstes glaube ich nicht, dass ihr seriös seid, weil ein seriöses Unternehmen würde nicht so eine dämlichen Fragen stellen. Außerdem würde ein seriöses Unternehmen auch nicht einfach so anrufen, ungefragt. Das ist also, ja, also... Schon nochmal überfordert. Ja, das ist also klar, Herr Thaler. Also, wir machen eigentlich nur unseren Job, ne, hier. Ja, aber es ist ein schlechter Job. Ja, also wir haben also das Möglichkeit an Ihnen gegeben, dass Sie Profite machen.
Naja, nee, die Möglichkeit, die gebt ihr mir ja nicht. Die einzige Möglichkeit, die ihr mir gebt, ist, meine Kohle zu klauen. Herr Thaler. Das ist bandenmäßiger Betrug, den ihr da macht, ne? Ich werde Ihnen kurz mit dem Finanzvorsitzenden kurz verbinden. Aha. Und er wird Ihnen also erklären, was hier läuft. Ja, das bin ich mal gespannt auf die Erklärung. Hallo, Herr Thaler. Ha? Grüße Sie, Sven Hallo spricht hier von Banker Big Frey. Wie geht's Ihnen? Ja, das geht Sie ja als erstes schon mal nichts an. So fängt man auch ein anständiges Gespräch auf keinen Fall an. Ja? Ja. Genau, der nächste Dussel, der nichts versteht. Super. Ich dachte, du kannst jetzt mehr als der Typ da vor dir. Kommt ja genauso viel Müll raus. Was meinen Sie damit? Sie haben sich bei unserer Plattform registriert. Ja, ist ja keine Einladung, mich anzurufen. Sie haben sich bei uns doch registriert. Ein bisschen lauter, weil sonst verstehen das die Zuhörer nicht. Sie haben sich bei unserer Plattform registriert. Ja. Und ich will Ihnen zeigen, wie Sie das Konto bei uns aktivieren können. Aha, und dazu brauche ich Hilfe. Ja, brauchen Sie Hilfe. Warum? Brauchen Sie keine Hilfe. Ja, warum sollte ich? Verstehe jetzt. Nerv mich nicht, wie man... Was? Also. Ja, da. Jetzt haben wir eine angenehme Lautstärke, ja. Hören Sie mich jetzt gut? Ja, jetzt höre ich Sie gut. Gerade eben war leise. Das ist super. So, wollen Sie, dass ich Ihnen helfe, dass wir das Konto aktivieren? Warum sollte ich das wollen? Kann man das nicht alleine? Warum machst du dich registrieren mit dem Namen Klaus Thaler und mit der E-Mail-Adresse klaus.thaler@mdzzfun.de? Ja, um mal zu gucken, was das so für eine Plattform ist, aber nicht automatisch, um angerufen zu werden. Stand ja da auch nicht. Ich verstehe, das ist ja auch unsere Aufgabe, Ihnen zu helfen. Naja, das glaube ich nicht, dass das eure Aufgabe ist. Eure Aufgabe ist eigentlich nur, die Leute zu bescheißen. Nein. Doch. Das, was da bei euch auf dem Zettel steht, ist alles gelogen. Genauso wie die ganze Firma. Da ist ja überhaupt nichts echt bei euch. Keine echte Registrationsnummer, keine echte Telefonnummer. Ihr ruft gespooft an, eure Namen sind auch noch falsch. Und dann wird auch noch illegal einfach mitgehört am Telefon. Ich kann Sie gar nicht verstehen. Ja, das merke ich. Was ist Ihr Ziel? Ja, weiß ich nicht. Was ist denn euer Ziel? Wie viel wollt ihr denn so abzocken? Verstehe Sie gar nicht. Ja, ich merke das schon, dass das da irgendwo klemmt. Und der nächste Schritt ist dann auflegen, stimmt's? Tja, da kommt nichts mehr. Gibt's euch auch als seriöse Plattform, oder? Man hört nichts mehr. Tja, so ist das wohl, wenn man ein Betrüger ist. Scheiße, ne? Macht das eigentlich Spaß, die Leute zu betrügen? Hallo? Ja? Ich dich wieder. Ha? Sprichst du mit dir selbst? Nee, ich spreche mit euch. Okay. Macht das Spaß, die Leute zu betrügen? Wir betrügen doch keinen. Doch, und zwar jeden Einzelnen, den ihr anruft. Augenblick. Ja. Wen habe ich denn jetzt dran? Soll ich Ihnen jetzt etwas sagen? Ich bin hier der vierte Direktor von der Abteilung. Aha, jetzt sind Sie der Intelligente im Hintergrund, der die ganze Scheiße da steuert, oder was? Der Intelligente, wo ich das Gespräch registriert habe. Also, das dürfen Sie erstmal uns nicht sagen. Zuerst. Doch, das darf ich schon. Wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland. Okay, doch. Hier in England haben wir auch Meinungsfreiheit. Hier können Sie auch alles sagen und alle können etwas sagen. Na, wie gut, dass ihr nicht in England seid. Gut. Wenn es Ihnen nicht gefällt, mein Freund, dann verbringen Sie uns die Zeit nicht. Wenn Sie Geldallergie haben, dann wünsche ich Ihnen was. Bleiben Sie dort in die Höhle, wo Sie sind. Und dann geht es weiter für Sie. Das Leben, so wie es weitergegangen ist und für uns selbstverständlich. Ja, aber ihr seid Betrüger. Das ist illegal, was ihr da macht. Das ist bandenmäßiger Betrug. Das ist höchst strafbar. Wissen Sie was, dass ich Ihnen auch eine Klage gegen Sie erheben kann und dann werden Sie auch ein paar Gerichtskosten haben? Nicht viel, so um die 150.000 Euro werden die Gerichtskosten haben. Ja, das ist ja lächerlich. Lächerlich, ja? Ja. Das haben Leute so wie Sie auch erhalten. Haben nicht viel, so um die 150.000 Euro haben die also Gerichtskosten angehabt. Ja, das ist lächerlich. Du machst dich gerade absolut zum Klopf damit. Wünsche ich Ihnen was. Tschüss. Ja, Betrüger.
Na Mensch, da hat er uns ja mit Ach und Krach noch bewiesen, was es für ein Unternehmen ist. Nichts anderes als Abzocker und Betrüger und die nichts anderes können, als die ganze Zeit nur absoluten Bullshit zu erzählen. 150.000 Euro Strafe und dann auf einmal doch Gerichtskosten. Alles Blödsinn. Also Gerichtskosten und Strafe richtet sich immer nach eurem Gehalt und nach dem entstandenen Schaden. Mal davon abgesehen, dass hier niemand irgendeinen Schaden beklagen kann, denn dieses Unternehmen verursacht ja selbst nur Schaden. Also wäre ja lächerlich, wenn die jemanden anzeigen wollen. Also da würde sich die Polizei freuen, wenn die sich da alleine melden. Also das wird auf jeden Fall schon mal nicht passieren. Und dann davon abgesehen, selbst angenommen, wenn ihr irgendeinem Unternehmen schadet oder irgendwen auch immer, dann ja, geht mal nach eurem Gehalt und nicht ja 150.000 Euro mal so eben pauschal. Dafür ist dieses Unternehmen, glaube ich, definitiv auch nicht wichtig genug, dass wir hier von solchen Kosten reden. Und Gerichtskosten sind bei weitem nicht so hoch. Naja, aber man ist ja nichts anderes gewöhnt als irgendwelche Märchen und Geschichten von den ganz tollen, netten Betrügern. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst das Video nicht zu teilen. Ansonsten gerne noch den Kanal abonnieren, am besten mit Glocke, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr hier auf diesem Kanal. Und jetzt seht ihr hier noch die Playlist mit vielen weiteren Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.